Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Multiplayer LS17 aus Paraguay. Mit dabei ist der Chris LP und der Sascha. Moin. Moin. Hallo. Henrik kann leider diesmal bei der Aufnahme nicht dabei sein. Henrik wurde ersetzt durch Helfer O. Helfer O fährt da hinten, ihr seht das da gerade so im Hintergrund. Und ich habe mir gedacht, ich schnapp mir einfach mal den Starrer und den Flug, den Henrik bis jetzt gefahren hat. Und den Helfer lassen wir da hinten mit dem Case quasi arbeiten. Chris hat sich entschieden, den Drescher zu nehmen. Jo. Und ich meine, wenn ich es jetzt richtig weiß, Sascha ist quasi gleich durch mit Flügen. Also er ist mit seinem Starrer deutlich schneller als ich mit meinem Starrer. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Feld kleiner ist. Und er wird sich gleich die Ballenpresse schnappen. Und hinter Chris schon mal herfahren, dass wir das Feld auch flugbereit kriegen. Ist das hier hinter uns ein Maisfeld? Ne, Sonnenblumen, glaube ich, war das, oder? Die 6 war doch, glaube ich, Sonnenblumen. Wäre theoretisch auch noch eine interessante Wahl, ne? Jo. Aber können wir uns auch nicht leisten, da müssen wir erstmal hinspielen. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt? Jetzt haben wir 25.000 Euro noch. Oh, okay. Ja, ein bisschen was ist ja hier auf dem, ein bisschen was haben wir mitgebracht. Ja, zum Glück, hier könnt ihr jetzt gleich mal, Entschuldigung, hier könnt ihr jetzt gleich mal einen Blick geradeaus auf den Hof werfen. Da seht ihr schon so grob, was wir da noch stehen haben. Wie gesagt, einiges davon ist noch ein bisschen im Hintergrund. Aber man kann ein bisschen was sehen. Jo. Ja, der MF mit dem kleinen Brandner Anhänger, ja. Mit Frontlader. Na, der kleine Brandner wäre zum Beispiel eine Option, den vielleicht nochmal zu vergüten. Später mal. Gegen Acroliner oder sowas. Genau. Ja, Saatgut und Dünger, da müssen wir dann auch gucken, je nachdem wie schnell und wie lang das Ganze reicht. Genau, da haben wir ja von Starrer da hinten die beiden Saatmaschinen. Ja. Schauen wir mal, wie sich das verhält. Also wie gesagt, wir werden hier viele Starrer-Maschinen benutzen in dem Projekt nach wie vor. Für die Leute, die diese Folge vielleicht mal kurz reingestuppert haben. Starrer wird jetzt hier überwiegend benutzt. Seht ihr ja hier auch. Das ist jetzt ein 180 PS, also ein Starrer Max oder ein ST Max 180. Den wir jetzt für diese Arbeiten benutzen. GPS-Signal ist super in den Traktoren. Seht ihr ja hier auf dem Bildschirm. Und ansonsten, ja, Giant Standard Funktion. Wir haben natürlich Drive Control drin, deswegen der Allrad unten drin. Genau. Ja, ein Bergmann Ladewagen und ein Kuhnschwader. Hallo. Oh genau. Gott, ne. Alles gut? Ja, das GPS beim Bison macht auch keine Ahnung. Echt? Ich hatte keine Probleme mit dem GPS da. Sascha, nicht wundern, ich habe einen kleinen Schlenker reingemacht. Kein Problem. Dachte, es war an, aber naja, war es dann doch nicht. Haben wir eigentlich sonst noch irgendwo eine Halle, wo wir irgendwas unterstellen können? Oder sind das jetzt die zwei einzelnen Hallen, was wir hier haben? Also ich habe jetzt beim Rundgang vorher nicht gesehen, dass wir noch eine größere Halle irgendwo hätten. Ich meine, ja, außer oder da, was? Wo das Flugzeug drin steht. Der Hangar. Der unnötige. Wenn man den wenigstens noch fliegen könnte. Oh ja. So zum Düngen oder so. Ja, oder selbst wenn du nur einsteigen könntest und der macht so einen kleinen Rundflug. Ja. Das hätte auch was. Na gut, ich meine, hallentechnisch ist das kleinste Problem, also da noch irgendwie eine bauen zu lassen. Wir haben ja genug Grünfläche daneben an. Wahrscheinlich sollen wir viele Maschinen draußen stehen, weil es hier eh nicht so stark regnet. Ja, der Boden schaut sehr trocken aus. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwann noch bewässern. Ja, vielleicht hätten sie eher noch eine Wasserspritze mit reinpacken sollen, ja? Ja. Obwohl, das ist auch Mais. Einmal vor mir ist Mais und einmal Sonnenblumen. Ah. Also das vor mir dürfte Mais sein, so wie das ausschaut. Okay.
Ich hätte jetzt auch fast vorgeschlagen, dass wir quasi einmal alles abernten, alles aussehen, was wir jetzt hier an Feldern haben und die dann noch einmal abernten. Und dass wir dann, können wir immer noch überlegen, ob wir vielleicht Season Mod oder sowas mit reinnehmen, ja, in das Projekt. Erstmal ist für mich wichtig, dass wir mal Zuckerrohr angepflanzt haben und geguckt haben, wie sich das mit dem Zuckerrohr verhält. Genau, einmal geerntet. Genau. Und nein, wir werden nicht den Case benutzen dafür. So viel Kohle haben wir einfach nicht. Nö, und das seht ihr ja bei den anderen YouTube-Kollegen ja schon. Die sind ja auch alle schon fleißig am Gange. Genau. Und wie gesagt, meine Empfindung nach ist es nicht so, dass man sich jetzt hier die Maschinen hinstellt und die zeigt. Da gibt es andere Leute, prädestiniertere YouTuber, die das besser können vorstellen. Mhm. Ich bin mehr so der Test es im Spiel aus und hab Spaß damit Typ. Wobei das tatsächlich, wo wir letzte Folge drüber gesprochen haben, Chris, mit dem Horsch, das wäre tatsächlich noch eine Überlegung. Ja. Das mit reinzunehmen. Zumindest den kleinen Grupper da, diesen 6 Meter. Genau. Und auch die Raupenfahrzeuge, die da quasi bei sind, oder ja, diese Überladewagen für Saatgut und sowas. Ja, genau. Das wäre schon eigentlich gar nicht mal so zumindest verkehrt. Ja, zumindest den für, ja, Basic-Dinger und Saatgut. Da überlegen wir noch mal. Vielleicht hauen wir den mit drauf. Mal gucken. Vielleicht für später dann die Maisdrille, die neue. Genau. Horsch, diese Horsch Maestro 1675 oder was das ist. Ist das, meinst du die Direktsaat, die mit den großen Ballonreifen? Nee, die andere. Die kleinere davon? Die nur Mais kann und Sojabohnen und Sonnenblumen und Rüben. Ah, stimmt. Die andere kann ja, glaube ich, alles, soweit ich weiß, außer Mais, oder? Ich glaube ja. Die hat ja Düngertank dabei und keine Ahnung was alles. Ja, aber schön, also schön texturiert finde ich die große. Ja, das auf jeden Fall. Ist auch, ich habe sie ja schon fahren dürfen, schön am Wackeln, auch wenn die voll beladen ist. Also die Ballonreifen sind tatsächlich mit Federung quasi. Schaut richtig gut aus. Für den einen 12 Meter Grubber braucht man ja eigentlich schon fast, ja, ein Big Butt. Der eine braucht ja schon fast 500 PS oder was, der eine Grubber. Ja, oder die eine von diesen 3 Meter Challengern, ne? Aber das ist alles für hier Zukunftsmusik. Jo. Machst du eigentlich mit Vorgewende oder wie schaut das hier aus? Beim Flügen? Ja. Mit Vorgewende. Achso. Also Hendrik hat damit angefangen und ich habe mir gedacht, ich mache das dann mal weiter. Alles ist. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe aber auch schon festgestellt, dass das GPS hier gerade auch nicht ganz 100% läuft. Ja, deswegen. Ab und zu habe ich hier mal einen leichten Absatz drin, obwohl ich schon nur 3,6 Meter eingestellt habe bei einem 4 Meter Grubber. Flug. Ist doch 4 Meter Flug, ne? Ja. Keine Ahnung. Da fragst du Sachen, du hast die Maschinen gekauft. Ja, ich hab normalerweise immer den Pöttinger von Forbidden Mods. Aber den habe ich hier gar nicht mehr drauf. Da weiß ich, dass er 4 Meter hat. Oh, ich hatte, glaube ich, den anderen da, diesen, der vom Mod Contest immer. Ja, diesen Agri Master? Ja, Agro Mass, irgendwas, P05, keine Ahnung was. Ja. Da steht der. Eine Spritze haben wir sogar. Oh, guck mal an. Ja, wir haben sogar hier 3 Flüssigdüngertanks, ne? Sehe ich von hier aus, außen an der Halle. Die habe ich hier. Also, Düngermittel und Flüssigdünger und sowas, Saatgut, das haben wir alles nicht gekauft. Das ist noch das, was standardmäßig hier drauf ist. Ja. Weil das kann man später sich immer noch beschaffen. Wir werden auch, denke ich mal, als Palettentransportmittel den LKW benutzen, den HKL. Ja, würde ich auch sagen. Geht da ein bisschen schneller. Genau. Und da gibt es ja auch diese tolle Transportvorrichtung. Also diese Plattform, womit man dann auch LKWs und oder Traktoren transportieren kann. Fahrzeuge mit Spanngurten. Genau. Also. Ist schon interessant. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich muss das olle Radio ausschalten. Weil ich habe gerade so eine böse Erfahrung gemacht. Immer die Taste aus. Am besten die Tastenbelegung löschen fürs Radio. Ich hab's sonst überall ausgeschaltet, aber ja.
Und die Musik in den Einstellungen einfach auf Null. Ja, deswegen, das mache ich immer. Das ist ja egal. Sascha, wie sieht's aus mit dem Flug? Ich würde sagen, zwei Bahn, dann das Vorgewende fertig. Okay. Und dann sind wir durch. Jo, ich habe glaube ich auch noch zwei Bahn. Ja, super. Dann kannst du dann danach ja theoretisch den LKW zum Hofsilo bringen. Ich weiß gar nicht, wo das Hofsilo ist. Oder. Wir fahren das zu dem Dorfspeicher und verkaufen das dann gleich schon. Da musst du trotzdem zum Hofsilo. Ich glaube, da musst du noch was mitnehmen. Ich glaube, da ist noch was drin, oder? Weiß gar nicht. Restbestand drin? Haben wir denn überhaupt drinnen? Ja, 7000 Weizen. Mhm. Na, ja, dann kannst du den gleich mitnehmen. Ja. Stimmt, dann kannst du theoretisch verkaufen fahren. Ja, zum Dorfspeicher und dann per Zug dorthin. Ja. Oder zur Bäckerei, obwohl da ist der Preis sinkend. Keine Ahnung. Am besten dahin, wo es am meisten Kohle gerade bringt. Ja. Ja, ich bin jetzt hier auch, also ich sehe schon tatsächlich das Feldende. Bin ja begeistert. Helfer 0 tut sich da auch sehr gut. Ja, Olga grubbert fleißig. Ja. Ist das denn... Ist das Olga weiblich, was ja, draufgesetzt keine wurde? Ahnung, ich weiß es nicht. Hast du den Flug nicht, hast du das nicht übergeben? Ja, aber ich habe nicht geguckt, wer sich da draufsetzt. Okay. Ich habe nur gesagt, billige Arbeitskraft, bitte machen. Konto, sofort, flott. Ja, wir haben ja hier in Paraguay haben wir ja immer diese kleinen Lohner, die tagsüber vor der Tür stehen und fragen, ob Arbeit da ist. Da haben wir uns natürlich dann gerade durch Zufall für den Gruppe einen netten, sympathischen Mitarbeiter ausgesucht. Ich weiß nämlich selber jetzt nicht, ob da Frau oder Mann drauf sitzt, deswegen Mitarbeiter. Aber werden wir vielleicht sehen, wenn wir näher rankommen. Oh, eine hübsche Dame, mit schönem Top an, mit schönem grünen Top an und einer Dreiviertelhose. Perfekt ausgelegt für dieses Wetter. Ja, also das ist Olga. Also doch Olga, okay. Olga, gut, ja. Aber Olga in Paraguay ist natürlich auch so ein bisschen grenzwertig, ne? Uff, du, geht alles. Das alles geht auf jeden Fall. Hallo, wo willst du hin? Irgendwie weißt du auch nicht, wo du... Du hast deinen Spaß irgendwie, kann das sein? Ja, ich hab immer meinen Spaß mit diesem, ja. Ach, mit dem? Ja, kenne ich. Mhm. Ich habe auch in dieser Folge mal Chris ein bisschen lauter gemacht. Denke mal, das sollte passen. In der ersten Folge war Chris ja ein bisschen leise. Jo. Viel lauter reden kann ich auch nicht, dann verreckt meine Stimme es oder so. Sollst du auch nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten, das einzustellen. Ja. Ist bei dir auch so ein Pisswetter draußen oder ist es nur bei uns so ein Pisswetter da draußen? Blauer Himmel, Sonnenschein. War bis heute. Nein, es hat heute auch geregnet. Ja. Aber jetzt. Also bei mir Nieselregen. 6 Grad. Ja, jetzt ist es dunkel dann gleich. Ja, Nieselregen 6 Grad ist toll. Darf ich vorstellen, das ist der niedersächsische Sommer gewesen. Ja. Ich bin fertig. Ich habe auch noch keine Winterreifen drauf. Nö, ich auch noch nicht. Auch wenn es in der letzten Woche oder die Woche zuvor ein bisschen, Rutschi Matutti war. Echt? War das bei euch schon glatt? Ja, den einen Dienstag, was da 0 Grad hatte oder war, war es glatt. Also halb glatt, es hat so langsam angefangen. Okay. Und Montag war es auch kurz davor. Oha. Na gut, ich habe Urlaub, da ist das nicht so. Ich kriege das draußen nicht mit, ich gehe nicht raus, ich bleib dann drin.
Ja, genau. Ich frage einfach jetzt mal nicht, was da gerade passiert ist, weil das klang nicht gut. Oh, also der Auspuff vom LKW ist tot. Hast du ihn abgeknickt? Ja, und das Rohr vom Drescher hat jetzt auch so eine leichte Beugung drin. Okay. Also der Auspuff ist tatsächlich das geringste Problem. Das Rohr vom Drescher ist dann doch deutlich mehr, was heile bleiben sollte. Den Auspuff Jo. kriegen wir schon gerade gebogen. Jo. Und sonst, wenn ein paar Löcher drin sind, macht auch nichts. Na, stimmt. Ja, gucken wir mal, was wir noch mitkriegen mit dem LKW. Oh, wäre gut, wenn du alles mitkriegst. Oh, ich habe 70% jetzt oder 69. Mal gucken. Ja, gucken wir mal. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass die Anzeige hier im Starrer auf Portugiesisch. Ja. Ist Paraguay Portugiesisch oder Spanisch? Spanisch doch, oder? Was ist denn das überhaupt hier? Jetzt setzen wir uns richtig in die Nesseln. Wer es weiß, kann es gerne unten in die Kommentare schreiben. Richtig. Ich meine aber, es ist Portugiesisch. Keine Oder Ahnung. es ist Spanisch. Eher Spanisch, oder? Keine Ahnung. Ja, das Also ist. Paraguay hätte ich jetzt gesagt Spanisch, aber. Ja, das ist in Südamerika ist das tatsächlich nicht ganz so einfach, finde ich immer. Zu wissen, was wo und wie. Aber das haben wir bis zur nächsten Folge entweder in den Kommentaren stehen, wie Chris gerade Ja. sagte, oder selber mal nachgeschaut. Das ist natürlich was. Ich möchte nur nebenbei erwähnen, ich fahre das zum Dorfspeicher 3. Also das bei diesem Viehhandel hier draußen. Ja. Okay. Nicht, dass man dann an 10 verschiedenen Stationen irgendwas abgibt. Ja gut, wird über kurz oder lang sowieso so passieren. Ja, aber. Keine Ahnung. Immer dahin, wo der beste Preis ist. Gerade wenn wir jetzt die großen Felder hier tatsächlich bewirtschaften. Dann können wir das ja mit dem Zug verkaufen. Guck mal Stimmt. an. Soll ich die 2400 Liter da auch noch abholen oder sollen wir die einfach erstmal vergessen? Die lassen wir erstmal drin, die gucken wir uns mal an. Ja, einmal durchs Gestrüpp. Gut. Die Lenkung ist ein bisschen schwergängig beim LKW. Keine Ahnung, sollte man mal ölen. Nochmal Ja, reparieren. musst du Pablo Bescheid sagen. Ja. Ich glaube, die Servolenkung funktioniert nicht wirklich. Das wäre schlecht, obwohl der schon eine lenkbare Hinterachse hat, ne? Ja, Pablo ist hier unterwegs mit seinem gelben, keine Ahnung was. Ich finde es ja schön, dass innen drinnen die Blinker angezeigt werden. Das finde ich ja richtig schön. Das auf jeden Fall. Also zumindest bei dem Modfahrzeug. Ja. Aber ich würde sagen, wir kommen an dieser Stelle mal zum Ende für den heutigen Part. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Video hat ein bisschen Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn ihr bei Chris und mir ein Abo, Daumen hoch und Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Und dann wünsche ich Ich euch einen bekomme noch meine schönen, 8,84 Euro. Ne? schönen Abend, Ja. schöne Nacht, schönen Tschüss. Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sagt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.